0:4 ging das Hinspiel im eigenen Stadion verloren. Für Ibe war es am vierten Spieltag die erste Niederlage, für Thun der erste Sieg. Nun sind die Vorzeichen wieder ähnlich. Thun muss die bittere Göpp-Niederlage gegen den FCZ verkraften. Ibe im Göpp weiter, in der Meisterschaft vorne. Und im Spiel nach vorne geht's erstmals so richtig in der 9. Minute. Und zwar von Thun. Kaplan mit Platz und Zeit. Benito klärt knapp vor Hediger zum Eckball. Etwas unkonventionell mit dem Oberschenkel. Das ist der anschließende Eckball. Lauper, gefährlich, der Ball noch abgefälscht. Und zwar von Nsame. Der bekommt den Ball an die Hand. Keine Absicht, kein Penalty, aber ein Warnschuss, entsprechend die Reaktion von David von Balmos. Die Young Boys brauchen eine Viertelstunde, bis sie erstmals hinter die Thuner Abwehrkette kommen. Assale gegen Righetti setzt sich schön durch. Nsame trifft nur das Außennetz. Die Gastgeber lassen hinten aber kaum was zu, spielen sehr gut mit, setzen immer wieder mal offensive Akzente, so wie hier in der 37. Minute. Rapp, Nuhu grätscht ins Leere, Flanke auf Glarner und der trifft ganz genau. 1:0 Stefan Glarner mit seinem ersten Saisontor. Nuhu geht früh zu Boden und nimmt sich selbst aus dem Spiel. Ein Tor wahrlich mit Köpfchen, Glarners Präzision und davor Rapp, der clever verzögert und dann präzis flankt. Die Führung absolut verdient. Ibe bisher enttäuschend, dann erkämpft sich Nsame gegen Lauper den Ball. Ebischer, ein Haken, allein vor Roberto und der klärt mit dem Fuß. Ebischer versetzt mit einem Haken drei Thuner, scheitert dann aber am zuletzt aufgescholtenen Roberto. 1:0 zur Pause. Adi Hütter reagiert. Er bringt zur zweiten Halbzeit Guillaume Waro für Nsame. Aber Ibe macht weiter keinen souveränen Eindruck. Thun bleibt gefährlich. Glarner. Und in der Mitte Costanzo mit dem 2:0 auf den Fuß, aber er vergibt kläglich. 58. Minute, Moreno Costanzo lässt die Riesenchance liegen. Sehr gut die Vorarbeit von Sorgic und Glarner. Und dann, ja, solche Chancen muss man einfach machen. Der Ärger, verständlich. Dann fließt Blut bei Dejan Sorgic. Der Thuner gegen von Bergen, beide mit den Armen, von Bergen noch mit dem Ellbogen im Gesicht von Sorgic, hätte wohl rot gegeben, wenn es Schiedsrichter Sascha Amhof gesehen hätte in seinem letzten Super League-Spiel. So geht's weiter mit 11 gegen 11. Und weiter mit frechen Thunern gegen fahrige Stadtberner. Dejan Sorgic mit dem 2:0, 73. Minute. Sorgic völlig frei im Strafraum, lässt von Balmos keine Chance. Eben noch geblutet, jetzt Torschütze. Jetzt muss aber endlich eine Reaktion von Ibe kommen. Waro. Mit dem Absatz auf Soleimani und der trifft zum Anschlusstreffer. 75. Minute. Ibe ist wieder dran. Wunderschöne Vorarbeit von Waro durch die Beine von Bürgi und Soleimani bringt die Hoffnung zurück. Kann doch nicht sein, dass der Leader gegen den kleinen Kantonsrivalen zweimal verliert. Aber noch ist er im Rückstand. 83. Minute. Ebischer mit einem Schlenzer knapp am Tor vorbei. Thun-Trainer Marc Schneider, ja, schafft er erneut den Derby-Sieg. Sein Team setzt weiter Nadelstiche. 88. Minute, der eingewechselte Spielmann. Hediger von Balmos, klasse Parade. Wir sind bereits in der Nachspielzeit, Ibe bleibt harmlos. Thun bleibt cool und gefährlich. Simone Rapp
mit der Chance zur Entscheidung. Er trifft. IBE geschlagen. Thun im Delirium. Der Sieg, und das ist das Verrückte, absolut verdient. Thun mit mehr Leidenschaft, mehr Kampf, mehr Wille und verdient mit 3 Punkten. IBE hat schlicht und einfach zu wenig gemacht. Das ist der Klassiker, bei mir gewinnen sie auch anders schlecht. Nein, wir haben es gut eingestellt, habe ich das Gefühl gehabt, es ist sehr gut aufgegangen, was wir uns vorgenommen haben. Und ja, natürlich, dass die Jungs das so umgesetzt haben, das ist Grundvoraussetzung und das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Und darum bin ich sehr stolz und freut es mich extrem mehr für sie. Weil nach dem bitteren Cup-Alt Mittwoch haben sie ja viel müssen hören und von dem her bin ich sehr froh, dass es so klappt. In dieser Saison tun wir uns schwer. Wir haben zu Hause verloren, wir haben hier verdient heute verloren. Seit ich hier bin, zweimal verloren. Vorher kann ich mich erinnern, glaube ich, 10 Spiele achtmal gewonnen, 2 Unentschieden. Sie liegen uns momentan nicht. Sie haben aber auch besser gespielt als wir, das muss man auch klar sagen. Wir haben das Derby viel zu spät angenommen. Zweite Halbzeit war es dann eher so, dass ich das Gefühl gehabt habe, ja, wir nehmen das Derby an. Das war die erste Halbzeit überhaupt nicht. Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen. Und es ist einfach enttäuschend heute, dieses Ergebnis. Und dass wir nicht alles gewinnen, wissen wir. Aber gerade heute in so einem Derby vor unseren Zuschauern auch, ärgert mich einfach, dass wir dieses Spiel nicht so gestaltet haben, wie wir uns das vorgestellt haben.